Herzlich willkommen bei Games Dialog, der Videospiele-Podcast. Mein Name ist Jan Michael und heute habe ich die Ehre, den Christian am Telefon zu haben. Hallo Christian. Ja, hallo Jan. Wir sprechen heute über Counter-Strike, aber das Wichtigste vorneweg, wie hast du mit Videospielen angefangen? Ja, wie haben wir damals angefangen? Mein Bruder und ich zusammen. Wir haben eine Konsole bekommen. Das NES damals und ja, das bekannte Super Mario haben wir gespielt. Ja, da haben wir eine Menge Spaß bei gehabt. Das war die erste NES-Konsole oder schon das Super NES? Nee, das müsste die erste gewesen sein. Das ist ja auch schon sehr lange her. Ja, da haben wir eine Menge Spaß dran gehabt. Und wie bist du dann nachher auf PC gekommen? Ja, irgendwann habe ich mir dann mal einen Computer gewünscht und damals gab es den CPC, ich glaube 1028 oder so hieß der. Oha, ja. Und das war, von welchem Hersteller? Siemens? Ich weiß das gar nicht mehr genau, Siemens glaube ich. Und da konnte man auch schon die ersten Spiele, ne, so kleine lustige Spiele drauf spielen. Ja. Und mit dem PC bist du ja bis heute beschäftigt. Du baust auch Websites und hast du auch eine ganz besondere Seite produziert, und zwar die-startseite.net. Ist das so korrekt? Ja, genau. Ich habe schon immer Spaß gehabt, so ein bisschen zu programmieren und habe mich da so ein bisschen reingefuchst, so wie du das ja auch gemacht hast mit der Musik und so weiter. Ja. Da hat man sich da Wissen angeeignet und ja, da bin ich dazu gekommen, dass ich irgendwann mal ein Grundgerüst programmieren lassen habe für eine Webseite und die habe ich jetzt stetig weiterentwickelt. Das ist ja eine Startseite. Und diese Startseite ist quasi eine Startseite für deinen Webbrowser und du kannst sie dir konfigurieren. Kannst du ein paar Tipps geben, wie sich ein Gamer, ich sag mal viele E-Sportler oder welche, die jeden Tag zocken, wie die ihre Startseite auf Games optimieren können? Ganz kurz und knapp zusammengefasst? Ja, also diese Startseite ist eigentlich für jedermann nützlich, ne? Ja. Ist eigentlich eine, ich sag mal, eine verbesserte Google-Version, eine schickere. Man kann ein eigenes Hintergrund hochladen, zum Beispiel ein Hintergrundbild von irgendeinem Spiel, das man gerne mag, und kann sich seine Lesezeichen auf der Startseite festlegen. Mhm, das heißt, es sind auf dieser Startseite Icons jederzeit griffbereit, zum Beispiel Richtung Steam oder World of Warcraft, Blizzard. Da sind quasi Icons wie auf dem Desktop vorgegeben. Ist das so richtig? Das kann man so sagen, allerdings beschränkt sich das auf Websites. Ja. Links zu Websites. Mhm. Okay. Ja, wir haben heute das Thema Counter-Strike. Counter-Strike ist eine Modifikation von Half-Life. Half-Life war ein Ego-Shooter aus dem Jahre 1998 und diese Modifikation Counter-Strike startete innerhalb der Beta-Version 1999. Da habe ich mit Counter-Strike auch angefangen. Ich glaube bei Beta 3.6 oder irgendetwas. War eine Beta-Version auch für dich das erste Mal, wo du mit Counter-Strike in Verbindung gekommen bist? Ich glaube, das ist keine Beta gewesen. Also Half-Life habe ich auch gespielt und dann habe ich irgendwann mal einen Tipp bekommen von einem Kumpel, spiel doch mal Counter-Strike. Ja, das rockt total, ne? Ja. Und das habe ich dann, einfach mal ausprobiert. Er hat da irgendwas erzählt, dass man Waffen kaufen kann. Da habe ich mir gedacht, naja, was ist das für ein Quatsch? Aber ich muss sagen, also dieses Konzept geht auf. Die erste Version, die ich gespielt habe, war 1.1. Okay, ja. Counter-Strike wurde ja als Online-Taktik-Shooter für den PC entwickelt von Valve übrigens. Valve ist der Entwickler. Und das war so einer der ersten Online-Taktik-Shooter neben Rainbow Six, was ich damals kennengelernt habe. Und die Beta-Version ging bis etwa, ich glaube, Beta 5. Und ab Beta 5 hat sich dann auch Valve an dieser Mod Counter-Strike mit dran beteiligt. Und ja, die Kaufversion, also Version 1.0, erschien am 8. November 2000 dann auch bei uns. Und ja,
Counter-Strike enthält einmal die Counter-Terroristen, also die Polizisten sozusagen, und einmal die Terroristen. So entstehen diese Matches. Gut gegen böse quasi. Und es gibt zwei Spielmodis. Kannst du diese zwei Spielmodis erklären? Genau. Ja, genau. Es gibt zwei Modis. Und zwar gibt es einmal Geiseln befreien oder auch den Spielmodus Bombe legen bzw. dann auch entschärfen. Genau. Mhm. Und es gab auch eine Besonderheit bei Counter-Strike, und zwar, dass wenn man gestorben ist, musste man halt die Runde abwarten. Das war ja bei anderen Shootern wie Quake oder Doom nicht so. Genau. Man musste sich im Team organisieren und zusehen, dass man überlebt, taktisch vorgehen, sich verstecken und bis die Runde beendet war, und dann konnte man wieder neu einsteigen. Mhm, genau. Bei Deathmatch-Shootern war das ja in der Regel so, man ist gestorben und man ist sofort wieder eingestiegen. Das war sehr schnell, und hier bei Counter-Strike hatte man immer schon so ein bisschen Nervenkitzel, dass man nicht drauf ging, weil sonst die Teamkollegen alleine weiter zocken mussten. Counter-Strike hatte einen Metascore von 88% erhalten und hat auch sämtliche Auszeichnungen erhalten, weil es war nun mal auch das LAN-Partyspiel überhaupt und auch für Clan Wars, Clan-Spiele. Hast du damals auch in einem Clan gespielt? Ja, natürlich. Also, ich habe bei den Reds, wie heißt der Clan, Rebels Against the System gespielt. Okay. Und das war auch eine sehr lustige Truppe. Ich fand das ganz witzig, dass man so auch Freunde kennenlernen kann. Wir haben uns dann auch auf LAN-Partys getroffen. Ja. Zum Beispiel in Celle. Und haben dann auch so mittelgroße, also es waren schon größere LAN-Partys gespielt, auch mit Übernachtung und so weiter. Mhm. Ja, und da haben wir auch, gut, Preise haben wir nicht gewonnen. Wir waren immer so im Mittelfeld, ne? Aber ja. Uns stand der Spaß ganz weit vorne. Ja. Und das hat im Clan auf jeden Fall Spaß gemacht. Mhm. Und seid ihr auch zu, wie nennt man das, Wettkampfturnieren gefahren? Nee, zu Turnieren selber sind wir nicht gefahren. Wie auf der LAN gibt es ja auch immer einen kleinen Wettkampf. Ja. Aber so groß waren wir nicht. Also wir haben in der ESL, das ist ja eine bekannte Liga, da haben wir gespielt. Mhm. Ich sag mal, also bei uns hat immer der Spaß im Vordergrund gestanden und haben dann, wie gesagt, auch in der ESL ein paar Spiele gewonnen. Und dann haben wir auch, viele Spiele verloren, und wo man aber auch den Verdacht hatte, dass das gegnerische Team nicht unbedingt fair gespielt hat. Das hat uns auch ein bisschen den Spielspaß genommen, und sind wir da so ein bisschen dann weggegangen. Mm, okay. Ja, nach Counter-Strike erschien auch, 5 Jahre später, im Jahre 2004, das Spiel Counter-Strike Condition Zero, was vor allem für Einzelspieler ausgelegt war, weil es dort Bots gab, gegen die man spielen konnte. Und die Grafik wurde etwas aufgebessert. Hast du Condition Zero auch gespielt? Nee, ich habe dann eine ganze Zeit ausgesetzt. Ich bin wieder eingestiegen bei Source, glaube ich, war die nächste Version. Das erschien wenige Monate nach Condition Zero. Also Condition Zero, da war ich nicht beteiligt. Ja, also 2004 kam Half-Life 2 raus, und dort erschien dann halt die Source-Variante von Counter-Strike. Mhm. Mhm. Das war dann eine Besonderheit an Counter-Strike Source war natürlich die deutlich verbesserte Grafik, und dort wurde auch die Havok Physik Engine eingeführt, welche dann auch bewegte Gegenstände einführte, wie Tonnen oder Kisten. Genau. Mhm. Und auch deutlich bessere Partikel. Die Grafik war schon echt aufgehübscht. Also da bist du dann wieder eingestiegen bei Source, ja? Genau. Das war interessant, dass man Gegenstände umschießen konnte und so weiter. Das war was ganz Neues für Counter-Strike. Also ich hatte bis 1.6 gespielt, bei der ersten Version. Und dann gab es eine kleine Pause, und
Ja, dann kam Source. Das war auch wieder was ganz anderes, auch von den Hitboxen, vom Gameplay ein bisschen anders. Man musste sich erstmal wieder dran gewöhnen, ne? Und das war eigentlich ein neues Spiel. Und wenn man sich erstmal wieder eingeschossen hat, Ja. konnte man das, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Counter-Strike war auch generell immer sehr direkt und relativ genau und auch schnell und deswegen war es immer eine Herausforderung für die Gamer. Und du hast eben die Hitboxen erwähnt. Kannst du das nochmal für unsere Zuhörer erklären, was es genau mit den Hitboxen auf sich hat? Ja, eine Hitbox ist halt, der Kopf hat zum Beispiel eine Hitbox, der Hals, Brust, Unterbauch und so weiter. So ist diese Spielerfigur aufgeteilt. Quasi die Und wenn man, Trefferzonen. bitte? Quasi die Trefferzonen. Genau, die Trefferzonen. Und je nachdem, wo man trifft beim Gegner, ist er dementsprechend mehr oder weniger Schaden. Genau. Und noch einmal ein kurzer Abschwenker Richtung die Spin-off-Titel von Counter-Strike. Es gibt noch ein paar Varianten von Counter-Strike, die gingen auch an mir ein bisschen vorbei. Kurz angerissen, es kam auch nach dem Counter-Strike Source Counter-Strike Neo. Das ist eine japanische Spielenhallen-Variante von Counter-Strike. Ziemlich abstrakt mit Singleplayer-Missionen. Ging auch an mir vorbei. Dann kam irgendwann Counter-Strike Online und Counter-Strike Online 2, was auch wohl eher für den asiatischen Markt entwickelt wurde. Südkorea, Japan, China, Hongkong, Indonesien, Türkei, Thailand, Vietnam und so weiter. Das ist auch entwickelt von Nexon. Das sind die Jungs, die auch Counter-Strike Nexon Zombies entwickelt haben. Und das erschien August 2014. Ziemlich strange, eine Zombie-Variante von Counter-Strike. Hast du irgendetwas von diesen Variationen gespielt? Meister von dem sagt mir gar nichts, da habe ich noch nie von gehört. Allerdings mit dem Zombie-Modus bin ich mir gar nicht sicher, ob wir da mal was gespielt haben, aber wenn, dann haben wir es auch nur ganz kurz angerissen. Man kann es bei Steam kaufen. Ist mir jetzt nicht bekannt eigentlich. Ja, es ist, war wohl auch nicht so erfolgreich. Und viele Spieler haben auch diese In-Game-Shops kritisiert an dieser Geschichte. Aber jetzt kommt eigentlich das große Hauptthema, und zwar das aktuellste Counter-Strike Global Offensive. Erschien August 2012 auf Steam für den PC und war für 13,99 € käuflich. Ist das immer noch der aktuelle Preis? Ja, das kommt ungefähr hin. Es gibt bei Steam ja immer mal Angebot, dass man das günstiger bekommen kann. Aber das kommt also in dem Bereich, also 13 bis 15 € muss man schon ausgeben. Das ist ja eigentlich relativ günstig. Ja. Genau, eigentlich kann man damit ja auch unendlich Spaß haben. Und Global Offensive erschien auch tatsächlich für die PlayStation 3 und Xbox 360. Es wurde wohl durch dieses neue Menü, das Kaufmenü, auch wohl controller-tauglich. Global Offensive hat einen Metascore von 83% erhalten beim Release und mittlerweile hat sich ja auch einiges noch getan. Ich denke mal, jetzt ist der Spielspaß noch höher angesetzt. Was ist alles neu bei Global Offensive im Gegensatz zur alten Source-Variante? Kannst du das anreißen? Ja, also da hat sich einiges getan und ja, da ist die Entwicklung auf jeden Fall weitergegangen und das ist auch ganz gut so. Also früher gab es noch bei Source und bei 1.6 gab es noch so IRC-Chat und da konnte man halt Gruppen organisieren, dass man 5 gegen 5 spielen konnte. Und oder es gab auch Websites, wo man sich organisieren konnte, um im Team gegen andere zu spielen, auch die ESL zum Beispiel. Du meinst dieses unabhängige Programm Merck, ne? Ja, MIRC? genau, ist genau, IRC, genau.
genau. Ja. Konnte man ja drüber chatten. Aber das war kein Bestandteil von Counter-Strike, das war ein separates Programm. Es ging einfach jetzt nur darum, dass man fünf oder vier weitere Spieler findet. Oder wenn man zu fünf war, dass man halt einen anderen Clan gefunden hat oder eine andere Gruppe, gegen die man spielen kann. Ja. Hat man sich einen Server gesucht oder hatte einen Server, den hat man dann im Clan War-Modus quasi gestartet. Und dann konnte man gegeneinander spielen. Und das hat sich, das Ganze wurde halt weiterentwickelt. Und es ist jetzt soweit, dass es quasi ein Matchmaking bei CSGO gibt, sodass man einfach per Klick das Matchmaking startet und automatisch ein 5 gegen 5 organisiert wird. Entweder mit Freunden zusammen, wenn man vorher Freunde in eine Lobby eingeladen hat, sagen wir mal, hat drei Freunde, dann kommen zwei unbekannte Spieler dazu und man spielt gegen andere fünf. Und das ist automatisiert jetzt. Und das ist schon sehr gut. Es gibt da auch ein Ranking-System, damit man eingestuft wird, vom Schwierigkeitsgrad her nachher. Also damit, sag ich mal, die ganzen Anfänger nicht gegen die, sag ich mal, schon etwas besseren Spieler spielen müssen, gibt es da ein Ranking. Ja, und auch die, naja, es gibt oft eine Weiterentwicklung bei dem Anti-Cheat-Tool zum Beispiel. Da wird ja auch stetig weiterentwickelt. Meiner Meinung nach wird da ein bisschen wenig getan. Okay. Weil wir sagt, wir kommen nicht hinterher. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass man ja so ein bisschen wartet, bis man Leute bannt. Nicht abschreckend ist für denjenigen, ein neues Spiel zu kaufen. Sag ich mal, wenn man alle drei, vier Monate entfernt wird, dass man dann für 15 Euro ein neues Spiel kauft, wenn das dann zu häufig passieren würde, dann würde man das nicht mehr investieren. Ach so. Ist so meine Sichtweise vielleicht ein bisschen. Okay. Aber was sich auch noch getan hat, man kann jetzt für die Waffen kann man verschiedene Skins kaufen. Das scheint auch sehr gut zu funktionieren. Man kann ab und zu mal am Ende der Runde eine Kiste bekommen. Oder man kann auch Waffenskins am Ende der Runde random gewinnen. Also das ist einfach per Zufallsprinzip entschieden, wer was bekommt. Das heißt, kann man mit einem Schlüssel öffnen. Den Schlüssel muss man sich allerdings kaufen. Ah, okay. Liegt momentan bei einem Schlüssel bei 2,25 Euro. Also das ist schon ganz schön happig. Ne? Und sind da dann mehrere Skins in dieser Truhe drin? Nee, da ist ein Skin und eher die Wahrscheinlichkeit, dass kein Toller drin ist. Man muss schon Glück haben. Also da haben sie sich auch was überlegt, ein schlaues Geschäftsprinzip, da verdienen die wohl richtig Geld dran. Diese Skins werden allerdings auch oft von Spielern oder Designern erstellt, also man kann diese Skins selbst mit Programmen erstellen. Ja. Und wenn diese in die Auswahl kommen, dass die Skins quasi zu gewinnen sind oder zu kaufen sind, dann bekommt sogar der Ersteller, der diesen Skin erstellt hat, kriegt eine Provision dafür. Cool. Ich weiß nicht ganz genau, wie das abläuft, wie oft die genutzt werden, die Skins irgendwie so. Auf jeden Fall lässt sich damit auch Geld verdienen. Also ich kenne da tatsächlich auch einen, der jetzt gerade so einen Waffenskin bastelt. Ja. Der möchte das halt dann da auch drüber verkaufen. Genau. Und das heißt also, per Zufallsprinzip kannst du nur diese Kisten erhalten oder kannst auch an sich einen Waffenskin erhalten? Ja, genau. Also es gibt ja den Wettkampfmodus, wenn man jetzt ein 5 gegen 5 Spiel startet im Ranking, dauert so ein Spiel schon mal 30 bis 45 Minuten und am Ende kann man dann was bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man was bekommt, ist relativ gering. Es gibt ja auch, ich sag mal, es gibt verschiedene Güteklassen von den Waffenskins, grau, blau, lila dann und orange, ne? Das war jetzt von niedrig bis hoch. Also wie beim Rollenspiel quasi, ne? Wie beim Rollenspiel, genau. Und man gewinnt eher was Blaues am Ende, ne? Ja. Das ist aber auch eher selten. Wenn man dann was gewinnen möchte, dann sollte man vielleicht lieber kurze Spiele spielen. Es gibt ja ganz verschiedene Modis da, es gibt ja Deathmatch und so weiter. Und am Ende dieser Runden gewinnt man auch immer mal was, ne? Ja. Also das ja, und wenn man dann so eine Kiste gewonnen hat, kann man die halt mit so einem Schlüssel öffnen. Ne? Und diese Skins werden sogar auf gewissen Seiten gehandelt. Also man kann mit Geld oder auch bei eBay
solche Waffenskins kaufen und die sind relativ teuer. Ja. Ja, damit lässt sich auch ein bisschen Geld, ich kann das Geld verdienen, allerdings kann ich nicht empfehlen, das Ziel zu verfolgen, Waffenskins zu holen, sag ich mal, zu erwürfeln und die dann zu verkaufen. Ich glaube, das ist wie, naja, wenn man jetzt in die Spielhalle geht, ne? Das ist ähnlich. Derjenige, der Geld investiert, der verliert eigentlich alles. Okay. Aber das Gute ist ja eigentlich, es handelt sich dabei nur um Waffenskins. Und nochmal für die Zuhörer, die nicht wissen, was ein Skin ist. Ein Skin ist letztendlich eine optische Veränderung der Waffe. Ist das richtig so? Genau, also der Waffenskin ist normalerweise, sag ich mal, kalt und grau. Und durch diesen Waffenskin, den man da erwerben kann, wird er richtig aufgeschmückt. Es gibt pinke Waffen, grüne Waffen oder auch verschiedene Muster, also auch wirklich tolle Sachen, Coole Designs, ne? die jemand entworfen hat. Und man kann auch Aufkleber draufkleben und so weiter. Und diese Aufkleber muss man dann auch wieder kaufen oder handeln. Man kann auch untereinander handeln. Ne? Ja. Und was auch wichtig wäre noch für die Zuhörer, das Ganze handelt sich dabei wirklich nur um das optische Design. Es gibt keine an sich spielerische Verbesserung für den oder spielerischen Vorteil für den Erhalt des Skins, ne? Genau, das ist, es gibt ja verschiedenste Spiele mit diesem Konzept, dass man sich quasi bessere Waffen kaufen kann, um auch besser, ja, zu spielen. Und das ist hier in diesem Fall nicht so. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, Ja. dass das so bleibt. Ja. Genau. Um vielleicht nochmal auf die Anti-Cheat-Software zu kommen, Jan. Valve hat das ja momentan so eingeführt, also es gibt ja dieses automatisierte Anti-Cheat-Prinzip, dass Dateien auf dem PC gesucht werden oder laufende Prozesse untersucht werden und so weiter. Mittlerweile gibt es auch ein Overwatch-Tool, heißt das. Okay. Sieht das? Und zwar können ja auch im Spiel Spieler gemeldet werden, dass sie cheaten. Da kann schon direkt angeklickt werden, ja, der hat einen Aimbot, also ein Aimbot ist jetzt ein Programm automatisiert auf den Kopf zielt zum Beispiel, muss Ja. man nur noch abdrücken und trifft dann den Kopf. Das ist natürlich ein sehr unfairer Vorteil. Oder dass man Gegner durch Wände sieht. Ja, und man kann diesen Spieler dann halt reporten, nennt sich das. Man kann, und dann, wenn er gewisse Reports gesammelt hat am Laufe des Tages oder in einem Spiel, dann kommt er in die Overwatch-Datenbank und autorisierte Spieler, die ein gewisses Ranking haben und eine gewisse Reputation, die können diese Videos quasi auswerten. Und dann, also das ist ein 10-Minuten-Video, Okay. und dann kann man am Ende des Videos muss man dann sagen, jo, der hat eine Zielhilfe, der hat eine Sichthilfe, der hat die ganze Zeit seine eigenen Mitspieler erschossen zum Beispiel oder er hat eine andere externe Hilfe. Also dieses Report-System ist nicht nur für Cheater aus, sondern auch für Leute, die ihre Teammitglieder quasi ärgern und somit das Spiel behindern. Das ist ja echt furchtbar, ne? Also das regt mich so auf auch. Also damit wird der ganze Spielspaß zerstört, ne? Durch so eine solche Sachen dann, ne? Ja, bei den Cheats, das ist natürlich, nimmt Überhand und Valve ist da jetzt dran, ein neues Tool zu programmieren oder auch schon zu testen. Es sollen wohl auch schon einige Spieler in dieses Overwatch dann automatisch gehen. Und zwar wird quasi das Verhalten analysiert, wie der Spieler ja, durch Wände schaut, sag ich mal, oder auch vielleicht durch Wände schon anvisiert. Ja. Oder ob er, sag ich mal, wenn du 10 Schüsse abgibst und 99% Trefferwahrscheinlichkeit hast, und das ganze Spiel über, dann bist du verdächtig und wirst dann quasi mal genauer unter die Lupe genommen von einem, naja, autorisierten Mitspieler, sag ich mal, über Overwatch. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, weil das ist ein, diese Produzenten der Cheats, die verdienen da richtig Geld mit. Ne? Das ist ein richtiger Markt mittlerweile geworden. Man kann diese Cheats online kaufen und konfigurieren und die werden up to date gehalten. Da lässt sich über ein Monatsabo quasi so ein Cheat mieten. Sehr krass. Und das ist ein richtiger Markt mittlerweile Ich geworden. wüsste gar nicht, als Otto-Normalverbraucher jetzt, ich wüsste überhaupt gar nicht, wie ich an solche Sachen überhaupt rankommen sollte oder könnte. Das ist ja irre. Ja. Das ist jetzt nicht ganz so,
ganz so schwer. Allerdings kann ich es nicht empfehlen. Es versaut einen das Aiming nennt man das und die Spielweise. Man spielt dann nachher ganz anders. Und im Grunde hat man schon mal kurz dieses Erfolgsgefühl, aber man macht sich das im Grunde selbst kaputt. Ja, man ist nachher so, es ist alles nachher zu einfach. Und es hat nachher keinen. Ja. Das Kompetitive, die Herausforderung, die fehlt dann, ne? Das hat einfach keinen Anspruch mehr. Ja. Dann macht keinen Spaß. Man macht sich das selber kaputt, ne? Deswegen empfehle ich das einfach. Also ich hatte damals mal noch, das war noch bei der Counter-Strike 1.6 Variante, da habe ich mal einen Cheat gesehen, da hatte jemand die Texturen von der Map in weiß eingetauscht. Also die Texturen waren einfach weiß, damit man die Spieler besser sehen konnte. Ja. Würde denn so ein Cheat-Programm auch sowas erkennen? Weil eigentlich wurden ja nur die Texturen, also die Farben der Texturen verändert. Das ist so mittlerweile nicht mehr möglich, da jetzt alle Files, die du quasi im Ordner hast, überprüft werden. Aha. Und dieses mit den Texturen kann man nur noch über externe Programme eventuell tauschen, die quasi den Spielprozess manipulieren. Mhm. Aber früher war das mit den White Walls, war der Begriff. Konnte man tatsächlich eine Texturdatei einfach in den Ordner reinkopieren. Und schon wurden die Texturen überschrieben. Das ist jetzt nicht mehr so möglich. Ne? Das ist also schon mit größerem Aufwand vielleicht noch. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch möglich ist. Okay, also letztendlich Aufruf an alle Cheater und auch Nicht-Cheater, lasst dieses Cheaten sein. Das verderbt euch den Spielspaß letztendlich, weil die Cheater spielen dann deutlich anders und deutlich schlechter, weil sie ja verbessert werden im Spiel. Und wenn sie ohne Cheats spielen, letztendlich haben die überhaupt gar nicht ihr Skill trainiert. Ne? Oh, genau. Ja, also Finger weg von den Cheats. Und weiter geht's auch gleich bei diesen Kompetitiven. Und zwar E-Sport ist ja heutzutage ein ganz großes Thema. Mittlerweile werden sogar E-Sport-Turniere auf Eurosport gezeigt im Fernsehen. Ich habe letztens Dota gesehen im ganz normalen Free-TV. Das war schon echt beeindruckend. Damals konnte man nur Tennis oder Fußball sehen. Und jetzt sieht man tatsächlich auch mal Videospiele im Free-TV. Is in a perfect position as well. They have a great little crossfire. MBK gets one, but they don't count for Flusher to still be there. Kenny S just smokes him off, but Flusher's not having any of it. He's going to push on through. He's going to gun down Kenny, and Kiyoshima now all alive into the crosshairs of Olaf Meister. Just lines up the shot, gets the support of Flusher, and this will be Fnatic taking map one on Dust2, 19-15. Just saw JW there pushing on the shore the last round. He knew he needed to make something happen. Finds that cut and lower B. But this just shows you how equally skilled these teams are. Erzähl mal was zur ESL, die Electronic Sports League. Da geht es ja mittlerweile auch schon um richtige Preisgelder in Millionenhöhe. Ja, die ESL geht es schon sehr lange und da konnte man sich halt mit Clans organisieren und gegeneinander spielen, Ranking-Systeme. 1 an 1 gab es 2 an 2 und oder 5 gegen 5. Und man kann schon eine lange Zeit damit Geld verdienen. Das wird natürlich immer größer, das Ganze, weil es jetzt auch im Fernsehen gezeigt wird teilweise und so weiter. Und es gibt ja nicht nur die ESL, es gibt ja auch noch andere Ligen. Jetzt gerade nichts, jetzt bin ich gerade, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja. Es gibt ja auch generell Turniere. Damals war ich in Rheinbeek öfters zur LAN XP. Kennst du die? Nee. Ja, die LAN XP letztendlich waren auch, da ging es um Clan Wars, rund um Warcraft 3, Starcraft und Counter-Strike und auch Unreal Tournament. Unreal Tournament bin ich sogar einmal Erster geworden. Da gab es zwar keine Preisgelder, aber dort wurden dann PC-Hardware-Sachen vergeben an die Gewinner. Das wusste ich ja gar nicht, dass du auch Unreal Tournament gespielt hast. Ja, Unreal Tournament 1 bis, ich glaube, das letzte war, glaube ich, 2003, ne? Unreal Tournament 2003? Ja. Ich glaube, danach kam gar keins mehr. War auch ein interessantes Spiel. Tatsächlich habe ich auch mal Instagip Unreal Tournament auch mal einen ersten Platz auf einer größeren LAN gemacht.
Ja, geil. Ja, solche Spiele gibt es irgendwie momentan gar nicht mehr so. Obwohl, demnächst kommt auch Quake, ein neues Quake, was wohl auch Free-to-Play sein soll. Und dann mit einem ähnlichen Modell wie Counter-Strike, denke ich mal. Und auch mit einer neuen Engine und so weiter und so fort. Ich glaube, eine Weiterentwicklung von Quake Live ist das. Also auch richtig mit guter, moderner Grafik. Ja. Ja, Counter-Strike Global Offensive könnt ihr euch bei Steam besorgen. Dort habt ihr um die 5 Spielmodis. Einmal Deathmatch. Kannst du einmal was zu Deathmatch erklären? Nur kurz und knapp? Ja, Deathmatch ist an sich, man spielt auf einer ganz normalen Karte und wählt eine Waffe beim Einstieg in die Karte. Also man wählt eine Ausrüstung und man spawnt quasi irgendwo auf der Karte und versucht dann möglichst viele gegnerische Spieler abzuknallen. Wenn man selber erschossen wird, spawnt man direkt wieder nach. Das ist ja schon sehr stressig, also das geht gut voran. Keine Wartezeit und genau. Es gibt Bonuspunkte, die man erhalten kann, wenn man dann die Bonuswaffe, die vorgegeben ist für 30 Sekunden, glaube ich, ne? Genau. Dann kriegt man extra Punkte und ich glaube, dort laufen auch Hühner herum, die dann auch einen Punkt geben. Ja, genau, Hühner laufen auch. Ja. Also eher ein witziger Spielemodus für eine schnelle Runde. Wenn man einmal Gas geben will. Dann finde ich auch noch recht interessant den Modus Wettrüsten. Erzähl mal was dazu. Genau, Wettrüsten. Alle Spieler starten mit der gleichen Waffe und beginnen mit der Pistole zum Beispiel. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Und aber alle haben die gleichen Voraussetzungen. Ja. Und bei jedem Abschuss bekommst du ein Upgrade dieser Waffe. Das heißt, es springt auf die nächste größere Waffe über. Und bis zum Ende hin hat man dann irgendwann das große Snipergewehr, mit dem man dann jemanden erlegen muss. Ja. Und dann zum Abschluss nochmal jemanden mit einem Messer erlegen muss. Das ist natürlich nicht so einfach. Ja, und ist das bei diesem Spielmodus auch noch so, wenn man zwischendurch, also wo man eine Standardwaffe hat, wenn man da einen mit einem Messer erledigt, dass man dann zwei Level aufspringt und der Gegner wird degradiert um eine Waffe. Ist das da auch noch so? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Das müsste ich mal ausprobieren. Das habe ich. Ja. Das könnte sein. Weil damals gab es diesen. Ja, gut, es war quasi eine Community-Map auf den Community-Servern. Das waren quasi die Gun-Game-Maps. Mhm. Die hießen quasi GG unterstrich und dann die Map. Und da war das noch so, wenn du einen Messer hast zwischendurch, dann steigst du auf und der andere steigt ab. Um ein Level. Mhm. Ziemlich cool. Ich finde es aber auch gut, dass Valve tatsächlich diese ganzen selbst entworfenen Spielmodis der Mitspieler, auch die Karten, die entworfen wurden, dass sie das mittlerweile auch das Matchmaking alles so ins Spiel reingebracht haben. Ja. Also das finde ich auch echt klasse. Und dann sind das halt offizielle Server, ja, wo man nicht so viel Krimskrams noch runterlädt, ne? So Sounds und Grafiken Ja, das gefällt mir auch echt gut. Dann gibt es noch den Modus Zerstörung. Den habe ich allerdings noch gar nicht angetestet. Kannst du da was dazu sagen? Ja, Zerstörung müsste eigentlich der normale Wettkampfmodus sein. Zerstörung ist halt, dass du hier eine Bombe legst oder eine Bombe entschärfst als Polizist. Ja, ein normaler Wettkampfmodus ist das nicht. Da ist, soweit ich weiß, nur ein Bombenplatz. Ja, es kann sein, dass das eine abgeänderte Version ist. Ja, also der Modus Zerstörung ist ein Szenario, der wie das Bomben-Szenario quasi aufgebaut ist. Da ist ein Waffenkauf nicht möglich, da die Waffen nach einer festgelegten Reihenfolge vorgegeben werden, also ähnlich wie bei dem Gun-Game-Wettrüsten-Modus. Eine Sekundärwaffe gibt es da auch nicht und es gibt nur einen Bombenplatz. Gespielt wird 5 gegen 5. Ah ja. Mhm. Das kannte ich dann noch gar nicht. Genau. Und ist auch. Das habe ich ausprobiert. Also für mich bin ich eigentlich immer im Wettkampfmodus unterwegs. Ja, genau. Mhm. Das ist auch 20 Runden wird da quasi gespielt und ja. Ja, sehr interessant. Das ist ja auch. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, ist halt eine andere Variante. Und dann habe ich noch den Spielmodus Gelegenheitsspiel.
Genau, Gelegenheitsspiel, das ist dieser Modus quasi, wo man jetzt, da kann man sich, glaube ich, auch aussuchen, ob man Diver befreien möchte oder eine Bombe legen möchte. Und dann kann man mit mehreren Spielern im Team, bis zu 16, ich weiß es nicht ganz genau, gegen andere 16 Spieler quasi Bombe legen und dann Schäfen spielen, ne? Wie im Wettkampfmodus. Ja, also es ist quasi wie der alte klassische Modus, ne? Genau. Auch ohne Freundbeschuss. Und jetzt erzähl mal was zum Wettkampfmodus. Das ist ja eigentlich der Kern des Spiels, ist der Wettkampfmodus. Mhm. Erzähl mal einmal am besten für unsere Zuhörer, die Counter-Strike noch gar nicht gespielt haben, wenn die jetzt wirklich Bock auf dieses Taktische haben, was ja eigentlich Counter-Strike sein sollte, taktischer Online-Shooter. Und im Wettkampfmodus letztendlich geht es ja auch um etwas, um den Rang auch und da geht es halt auch um irgendwas. Kannst du das nochmal erzählen? Wie würdest du es jemandem erklären, der Counter-Strike noch nie gespielt hat und der aber Bock drauf hat? Ja, also als erstes musst du dir Counter-Strike kaufen. So, genau, mach das und mal. Mittlerweile ist es so, dass du dir quasi den Wettkampfmodus freispielen musst. Du musst eine gewisse Punktzahl erreichen oder ein gewisses Level, nennt sich das. Du musst ein Level erreichen, um in den Wettkampfmodus teilzunehmen. Mhm. Das hat auch wieder den Hintergrund mit den Cheatern und so weiter, wenn diese gebannt werden, dass die quasi den nächsten Account, den sie relativ günstig einkaufen können bei Valve, erstmal wieder hochspielen müssen. Das war so ein bisschen abschreckend. Das heißt, man muss erstmal ein gewisses Level erreichen über Deathmatches oder diese ganzen anderen Spielmodis. Um da überhaupt mitzumachen? Um da überhaupt mit einsteigen zu können, ja, im Wettkampfmodus? Genau. Das ist quasi auch so ein kleines Training, dass man überhaupt am Wettkampfmodus teilnehmen kann. Man muss schon mal so ein bisschen gespielt haben. Man muss ein gewisses Level erreicht haben. Ja. Ja, und dann steigt man in den Wettkampfmodus ein. Da gibt es auch ein großes, weit gefächertes Ranking, sag ich mal. Ich glaube, es gibt Bronze sogar, dann Silber und Gold dann und so weiter. Naja, also da gibt es weit gefächertes Ranking, wo man dann in den ersten Spielen oder ersten 10 Spielen ist das, glaube ich, wird man eingestuft. Okay. Je nachdem, wie gut man spielt. Mhm. Dann bekommt man nachher das Ranking. Und wenn man jetzt ein Wettkampfspiel solo beginnt, bekommt man ja 4 weitere Spieler zugeordnet und noch ein gegnerisches Team. Und die sind alle in dem gleichen Levelbereich. Und das funktioniert sehr gut oder kommt das schon mal vor, dass du als Bronzespieler auch mal mit Goldspielern spielst? Nee, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Am Anfang natürlich nicht so gut, weil man erstmal eingestuft wird, dann weiß das Programm ja noch nicht, in welchem Levelbereich man eigentlich besser aufgehoben ist. Nö, aber das funktioniert nachher im Endeffekt sehr gut. Du hast dann dein Ranking und du bekommst dann ja im Spiel für Abschüsse und für Bombe legen bekommst du Punkte. Und, oder auch wenn du, sag mal, einen Stern bekommst und zum Beispiel, wenn du was Besonderes gemacht hast, du hast zum Beispiel diese Runde die Bombe gelegt oder du hast diese Runde 4 Leute abgeschossen von den 5. Das sind besondere Ereignisse, dafür bekommst du Sterne. Und wenn du am Ende des Spiels besonders viele Sterne hast und eine besonders hohe Punktzahl, dann bist du einer der Kandidaten, die den nächsthöheren Rang erreichen können. Man muss allerdings auch mehrere Spiele spielen, um den nächsthöheren Rang zu erreichen. Genauso ist es, man muss mehrere Spiele schlecht verlieren, um einen Rang abzusteigen. Also wenn man jetzt zum Beispiel verliert, aber der Beste im Team war, verliert man nicht sofort einen Rang. Ne? Okay. Da gibt es ein System, Valve hat das irgendwie festgelegt. Also musst du schon richtig eine ganz schlechte Woche haben, damit du überhaupt mal absteigst. Naja, einen schlechten Tag reicht schon. Ne? Wenn du jetzt einmal 3-4 Spiele verlierst hintereinander und auch immer nicht unbedingt der Beste gewesen bist, dann kannst du auch mal absteigen. Also ist das Ganze so ein bisschen vergleichbar mit dem Rangsystem von Rainbow Six, was da ja allerdings, finde ich, nicht so gut funktioniert im Matchmaking? Gut, Rainbow Six, muss man natürlich dazu sagen, ist ja noch relativ neu, auch mit diesem System. Da hat CSGO wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Erfahrung. Aber im Grunde ist das das Gleiche. Mhm.
Aber das funktioniert, also ich finde, dass es bei CSGO sehr gut funktioniert. Und was ein bisschen stört, ist es, dass man das global gesucht wird oder man bekommt einen Server zugewiesen, den man einen tollen Ping hat. Ja. Und in unserem Bereich hier Hamburg oder sowas spielt man sehr oft mit Russen zusammen. Und ich habe jetzt nichts gegen Russen, also die reden sehr viel. Ja. Sagen, wird ja auch immer In-Game Voice benutzt, das finde ich sehr gut, dass man sich absprechen kann, aber dieser In-Game Voice wird auch gerne als Chat missbraucht. Ah, okay. Und dann wird sich da auf Russisch irgendwas erzählt und man versteht da gar nichts von. Okay. Und naja. Das heißt, das wird auch mal ein bisschen nervig dann eher im Chat, weil so viel gesabbelt wird. Man kann den Spieler allerdings so blockieren. Man kann ihm das vorher auch sagen, bitte sag mal ein bisschen ruhig jetzt, nur Info benötigt. Das ist ja eigentlich auch der, wenn man wirklich nachher in einem hohen Rang spielen möchte. Da geht es auch ein bisschen disziplinierter dazu. Muss es diszipliniert zugehen, man muss langsam vorgehen, überlegt und man spricht sich mit seinen Teammitgliedern vernünftig ab und hier werden nur Informationen weitergegeben. Sagen wir mal auf DAS 2 für Spieler, die sich auskennen. Als Terrorist in die Mitte schaut mit einem Snipergewehr, ist die Information 2 Spieler B vollkommen ausreichend. Oder sowas in dieser Form. Und wenn man nachher, sag ich mal, verstorben ist, gibt es den einen oder anderen, der auch gerne mal reinschreit und so weiter und dann noch diskutiert und so weiter. Wenn man nachher in den höheren Rängen spielt, wird das immer weniger. Also man fällt schon auf, wenn man einen Account hochspielt, wird teilweise sehr, sehr viel gequatscht in den Chats und auch viel, was da eigentlich gerade nicht reinpasst. Weil das ist ja ein Wettkampfspiel und in den höheren Rängen wird konzentrierter gespielt. Ist denn da so die Szene generell ein bisschen disziplinierter geworden, weil damals, wenn ich mich da so zurückerinnere, wurde sehr viel geflamed und sehr viel beleidigt, auch in den alten Counter-Strike-Games. Ist das mittlerweile besser geworden? Ja, also das hat sich schon gebessert. Es gibt immer den einen oder anderen, es gibt es häufiger, dass einer dabei ist, der so ein bisschen Gift versprüht, nenne ich das mal, ja, weil irgendjemand missgebaut hat. Und das Einfachste ist eigentlich, dass man den sofort stumm schaltet. Dann hat man, muss man sich das Gequatsche nicht mehr anhören. Und wenn man ständig am Diskutieren ist, spielt man auch nicht besser. Man spielt eher schlechter. An sich bringt es nichts, den anderen Gegner den anderen Mitspieler anzuschnauzen. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Und ja. Da gibt es aber auch die Kick-Funktion mittlerweile und man kann sehr schnell aus so einem Spiel entfernt werden von seinen Mitspielern. Und dafür kriegt man als erstes eine Strafzeit von 30 Minuten, glaube ich, später eine Stunde oder zwei Stunden. Dann wird schon mehr, ein Tag, eine Woche und so weiter. Also das muss man schon aufpassen. Okay. Und Christian, sag mal, bist du aktuell denn in einem Online-Clan oder bist du gar nicht clanmäßig unterwegs? Nee, also ich spiele gerne ab und zu abends online. Ich habe auch meine Online-Freunde, sag ich mal. Das ist so ein eingefleischter Trupp, wir kennen uns schon 10 Jahre oder länger. Ach so, okay. Und da gehe ich online im Teamspeak, da spricht man miteinander, hast du Lust mitzuspielen? Und so findet man vielleicht 1, 2, 3 Leute, mit denen man zusammenspielen kann. Aber das mit dem Clan, haben wir das gemacht. Ja. Aber da ist es dann auch schon organisiert, dass man Trainingszeiten hat und sowas. Ja, und wenn man nicht regelmäßig trainiert, denke ich mal, sieht man da auch kein Land mehr, ne? Ja, wenn du richtig im Clan spielst, klar, so musst du schon regelmäßig trainieren. Ja. Man muss sich auch ein bisschen aufeinander einspielen und so weiter. Und für mich ist das einfach, ich starte das Spiel, wenn ich Lust habe und zocke eine Runde Matchmaking. Und da ist dieses Matchmaking, diese Funktion, die sie da neu integriert haben, einfach sehr passend für mich. Okay. Defusing the bomb. The bomb has been defused. Counter-terrorists win. Wir neigen uns langsam dem Ende zu, aber
Ich möchte trotzdem noch ein ernsteres Thema ansprechen, und zwar wird ja, seitdem es Counter-Strike gibt und seitdem Counter-Strike so beliebt wurde, wird auch Counter-Strike als, naja, sogenanntes Killerspiel betitelt. Was hältst du eigentlich davon? Ja, also ich glaube nicht, dass das so zu vernachlässigen ist. Es gibt aber so viele Killerspiele und Ja. Also es wird einem schon, also ich sag mal so, ja, also ich finde, dass bei dem Mitspieler dann vielleicht die Hemmschwelle einfach sinkt. Ja. Also der Spieler schießt ständig Leute ab oder zerstört Fahrzeuge, Panzer oder was auch immer, auch in den anderen Spielen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass da schon eine gewisse Hemmschwelle gesenkt wird. So. Ja. Also Auslöser für diese Killerspieldebatte war damals der Amoklauf in Erfurt am 26. April 2002. Dort war das, soweit ich mich richtig erinnere, war das ein Schüler, der dort in der Schule in einer Uniform verkleidet einen Amoklauf durchgeführt hat. Und da kam wohl das Thema Killerspiel auf in Bezug zu Counter-Strike, weil der Typ halt da viel Counter-Strike gespielt hat und seinen Amoklauf auch in dem Zusammenhang mit angekündigt hat. Auch der Amoklauf von Emstetten und auch der von Winnenden. Emstetten war 2006 und Winnenden war, glaube ich, in einem ähnlichen Zeitraum. Und da haben die Amokläufer halt auch intensiv Counter-Strike gespielt. Aber meiner Meinung nach, es spielt, ich sag mal, viele Menschen spielen einfach, die PC-Spielen spielen auch Counter-Strike und Counter-Strike hat eine millionenfache Anzahl von Mitspielern und das ist ja einfach so beliebt. Und es gibt sämtliche Killerspiele wie Battlefield oder Call of Duty und auch deutlich brutalere Spiele. Genau. Ne? Also ich denke auch, dass das nicht daran liegt, genau, wie du schon sagst, es spielen so viele Leute Counter-Strike und auch dann andere Spiele noch nebenbei. Counter-Strike ist einfach eines der meistgespielten Ballerspiele, die es gibt, ne? Und es ist auch beliebt. Es wird auch irgendwie nicht langweilig. Man macht mal eine Pause vielleicht. Ne? Ja. Also ich habe schon so viele andere Spiele gespielt, aber irgendwie kehrt man immer wieder mal zu Counter-Strike zurück, weil das Spielprinzip ist einfach gut. Und was ich mir vorstellen kann, dass bei den Amokläufern auch, also da brauche ich ja nur den Fernseher einschalten, ne? Und ja. Da bekomme ich eher nochmal vielleicht ein paar Beispiele, wie ich dann vorgehen könnte. Aber Counter-Strike ist an sich immer gleich, immer das gleiche Spielprinzip. Und es ist ja auch nicht explizit brutal oder so. Oder ne? Sowas. In Filmen gibt es da verschiedenste Varianten, wie man dann irgendwo vorgehen könnte. Also dann geht es eher in diese Richtung, würde ich sagen. Ja. Ja, wenn da jemand aber in diese Richtung veranlagt ist, dass er so reagiert, ja, ich denke auch, da muss schon durchziehen, sag ich mal. Richtig, da muss auch schon vorher irgendwas halt im Kopf nicht ganz richtig sein, ne? Ja. Also da kann eigentlich so ein PC-Spiel meiner Meinung nach auch da auch nur auch nichts für. Und Counter-Strike, finde ich, muss man auch sagen, das ist ja nicht extrem brutal oder so. Also man schießt zwar da sich gegenseitig ab, das ist das Kompetitive da drin, man möchte der Beste sein, aber letztendlich, man schießt die um, die kippen um. Das war's. Bei anderen Spielen muss man sagen, da zerplatzen die Köpfe, man schießt Gliedmaßen ab und die Altersfreigabe, die sinkt ja auch schon bei den heutigen Spielen. Die sind deutlich brutalere Spiele, sind jetzt mittlerweile schon ab 16 käuflich. Und auch die Filme, die im Kino gezeigt werden, also Sachen, die damals indiziert worden wären, die sind heute ganz normal und sind teilweise schon ab 16 freigegeben. Ja, also da gibt es auf jeden Fall andere Spiele, genau wie du schon sagst, wo man Köpfe abschlägt oder wie heißt das Spiel noch hier, nicht Tekken, sondern Mortal Kombat. Mortal Kombat, also wo die Wirbelsäule rausreißt und so weiter. Ja. So. Finish her. Ah!
flawless victory. Fatality. Ja, das gibt's ja auch schon viel länger. Ja. Nein, sag ich mal. Und bei Konrad ist es tatsächlich so, du schießt ja auf gewisse Bereiche von der Person und dann fällt er um und das war's dann. Und das gehört zum Leben ja dazu bei uns. Es gibt nun mal die Bundeswehr oder die ganzen Kriege und das hat irgendjemand anders geschaffen oder der Mensch an sich. Und ja. Weiß nicht, da kann man niemanden mehr polarisieren oder sowas. Der braucht nur die Nachrichten einschalten. Ja. Das stimmt. Wie sieht's eigentlich mit Half-Life 3 aus? Denn eigentlich kommt mit jedem neuen Half-Life-Teil auch ein neues Counter-Strike sozusagen mit raus. Hast du schon etwas gehört von Half-Life 3? Nee, da habe ich bisher noch nichts von gehört. Weißt du, was Neues? Nee, auch nicht. Es gibt immer wieder Gerüchte und falsche Trailer, die geschnitten worden sind auf YouTube. Ach so, okay. es gibt tatsächlich keine neuen Hinweise auf neues Half-Life und ich glaube, dass Global Offensive reizt auch schon ganz gut diese Source Engine aus. Ich glaube, nach Global Offensive wird jetzt erstmal nichts Neues erscheinen, oder? Wie siehst du das? Es wird mit Sicherheit mal irgendwann was kommen, wahrscheinlich wieder. Irgendwann ist die Zeit gekommen, dass mal wieder was neu gemacht wird. Ja. Aber an sich hat es, weil wir jetzt durch diese Skins und so weiter bringen die immer neuen Content quasi in das Spiel rein. Mhm. Und so wie es jetzt funktioniert, mit dem Matchmaking, mit dem Ranking und so weiter, funktioniert jetzt alles gut. Und man sagt ja, never change a running system. Genau. Und ich glaube, es läuft sehr gut. Und das einzige Problem, was ich eigentlich sehe, sind die Cheater. Da wird aber auch was gegen getan. Auch von Seiten Microsoft zum Beispiel. Soll jetzt den Game Guard oder sowas nennt sich das, geben demnächst mit einem Update bei Windows 10. Wo dann zum Beispiel Prozesse untersucht werden automatisiert von Windows und wo der Spielehersteller dann darauf zugreifen kann, auf diese Informationen an den Spieler sperren kann zum Beispiel. Okay. Und das ist ein wichtiger Fortschritt, dass der Spielspaß ganz weit vorne steht und die Leute fair spielen und gut miteinander umgehen. Und das ist auch echt eine tolle Sache, dass die Community damit eingebunden wird, denn dort bei Global Offensive ist ja auch ganz neu eingeführt worden, neue Operations und Community-Karten. Kannst du da mal was zu sagen? Was genau das sind diese... Das habe ich vor kurzem entdeckt. Ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Und vielleicht kannst du was dazu sagen. Also diese Operations, die haben auch verschiedene Namen. Ich komme da jetzt gar nicht drauf. Ich glaube Operation Phoenix und... Ja, genau, Phoenix. Ja, da sind so mehrere Sachen bei. Und so wie ich das verstanden habe, enthalten diese Operations ausgewählte Community-Karten, also die besten von einem bestimmten Zeitraum. Also selbstgemachte Maps, die wirklich gute Bewertung erhalten haben. Und die landen, glaube ich, in diesen Operations-Pool. Da gibt es mehrere verschiedene Operations. Aha, okay. Und die kannst du dann halt auch offiziell auf den offiziellen Servern in deinen Spielmodis spielen. So habe ich das da verstanden. Naja, siehst du, das ist zum Beispiel auch wieder, das ist ja jetzt auch gerade ein neuer Content quasi, der reingekommen ist, ne? Ja. Und so halten sie den Spieler bei Laune. Mhm. Gute Sache. Es wird immer was Neues da hinzugefügt und wird dann dadurch nicht langweilig, ne? Ja. Und dann gibt es noch den Bereich Workshop. Genau. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, oder? Im Workshop können ja Karten erstellt werden oder quasi vorgestellt werden. Mhm. Und es gibt das Aim-Maps, da kann man den Recoil oder lernen quasi. Der Recoil ist ja der Rückstoß der Waffe. Da hat sich jemand hingesetzt, mit einem Spieler, hat eine Karte entworfen und da sieht man ganz genau, wie man die Maus bewegen muss, damit man so wenig bei Dauerfeuer jetzt so wenig wie möglich verzieht. Ach so. Aim Train oder sowas. Aim Train, also man trainiert quasi das Zielen auf den Kopf oder auf die Brust, auf die Figur. Es erscheinen immer wieder neue Gegner in einem bestimmten Bereich, die sich wehren oder auch nicht wehren, das kann man einstellen. Okay. Und so kann man da ganz gut üben. Natürlich gibt es auch einfach neu entworfene oder Karten, ne, die dann vorgestellt werden, die dann vielleicht in diesem Phoenix-Pool dann irgendwann erscheinen. Mhm. Und im Workshop ist das dann zum Beispiel auch hinterlegt mit den Waffenskins. Ne?
Ah ja, okay. Die da vorgestellt werden, die Community kann abstimmen und so weiter. Und, ja, geile Sache. Echt cool. Ja, nochmal für die Zuhörer, ihr müsst nicht diese ernsten Spielmodi spielen, wo es nur um diese ernsten Sachen geht, um das Kompetitive. Ihr könnt auch Community-Server durchsuchen, dort gibt es sämtliche Maps in verschiedensten Arten mit Surfen und man rutscht da irgendwo lange Rutschen herunter und mit den abstraktesten Map-Designs und ohne Gravität, also ihr könnt dann durch die Maps schweben und was weiß ich. Also es gibt ganz viel für euch dort zu erleben. Dann hätte ich vielleicht nochmal einen Tipp. Ja. Und zwar habe ich eine ganze Zeit auf den Saints-Servern gespielt, Saints.de glaube ich. Ja. Und da konnte ich auch mit ein bisschen Geld einsetzen, sag ich mal. Das ist so ein bisschen Buy to Win, sag ich mal. Ja. Man kann einen kleinen Betrag spenden an den, der den Server da stellt. Ja. Saints-Chef quasi. Saints ist auch eine Community, das ist ein Clan. Und dann kann man auf diesen Servern spielen und man bekommt statt einer Granate zum Beispiel 3 Granaten. Okay. Oder unendlich Munition oder zum Beispiel ein Radarsystem, wo man dann sieht, wo ungefähr ein Gegner sich aufhält. Okay. Das ist natürlich ein Vorteil, aber derjenige, der auf Saints-Servern spielt und gegen diese Saints-Mitspieler, die gegen diese VIPs spielt, der weiß das dann auch. Ne? Okay. Das ist eine interessante Sache. Okay. Christian, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei Games Dialog. Ja, gerne. Besucht mal Christians Website www.die-startseite.net. Dort könnt ihr euch eine eigene Startseite einrichten. Gerade auch, denke ich mal, für Gamer auch interessant, um euch schnell die Links zu platzieren und die Icons. Ja, holt euch Counter-Strike Global Offensive, aktuelle Version auf Steam erhältlich für den PC für um und bei 13,99 und dann macht ihr einfach mal ein bisschen mit, Counter-Strike. Da verpasst ihr was, wenn ihr das nicht spielt. Ja, Christian, möchtest du noch was sagen? Wir neigen uns dem Ende zu. Ja, war eigentlich soweit alles gesagt. Ne? Tolles Spiel. Und bereitet immer mal wieder Spaß. Ja, ich würde sagen, wir spielen gleich mal eine Runde. Ja, ne? Also, das war der Christian. Und ich bin der Jan-Michael. Das war der neue Podcast von games-dialog.de. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.